Also es fängt an mit, wer sind wir, das CentOS-Projekt, wer seid ihr, die Nutzer oder wenn welche da sind, dann die Frage, wie können wir besser als jetzt zusammenarbeiten und wie gerade schon erwähnt, wir fragen, ihr antwortet. Gut, das CentOS-Projekt. Auch wenn wir mittlerweile eine Version 2.1 haben, die also eigentlich vor der Version 3.3 datiert, ist CentOS 2004 mit der Version 3.3 an den Start gegangen. Das war damals ein Nachbau von Red Hat Enterprise Linux 3.3 Update 3. Und das Ziel war, eine community-orientierte Enterprise-Distribution aufzubauen. Man muss dazu sagen, Red Hat hat damals aufgehört, zu dem Zeitpunkt das normale Red Hat Linux rauszubringen, was die Leute eingesetzt haben. Hat sich damals entschieden, wir machen nur noch Enterprise-Distributionen. Und gleichzeitig ist das Fedora-Projekt ins Leben gerufen worden, als Desktop-Version, als community-basierte Linux-Distribution. Viele Leute, die damals Red Hat ohne Enterprise benutzt haben, haben sich überlegt, was kann man jetzt machen? Und Red Hat hat damals gesagt, wir bringen alle Sourcen für unser Enterprise-Produkt heraus. Das heißt, alles, was wir an Paketen da haben, wird in Source-Form veröffentlicht. Und wenn ihr bestimmte Bedingungen einhaltet, könnt ihr diese Pakete nehmen, könnt sie neu zusammenbauen und sie weiter verbreiten. Zu den Bedingungen gehört unter anderem, dass halt Markenzeichen entfernt werden, dass Grafiken entfernt werden, wie das Red Hat-Logo zum Beispiel oder andere Logos, die Red Hat geschützt hat. Der Zwischenstand ist, dass wir mittlerweile 4 Support-Versionen haben. 2.1, die kamen ein bisschen nach 3.3 raus. Die wird noch bis September 2009 unterstützt, soweit ich weiß. Die Version 3.9, das ist jetzt die finale Version, da wird sich nichts mehr ändern, da wird es nur noch Security-Updates gegeben, die wird noch bis Oktober 2010 unterstützt. Version 4.x, wir sind momentan demnächst bei 4.7, wird noch bis 2012 unterstützt, Februar. Wie viele .x es noch geben wird, ist nicht ganz klar. Es kann sein, dass es mit 4.7 aufhört. Es kann auch sein, dass es noch eine 4.9 geben wird. Das hängt natürlich ein bisschen von Red Hat ab. Und die Version 5.x, welche gerade aktuell ist, wir sind gerade bei 5.2, wird bis zum Februar 2014 unterstützt. Das teilt sich immer so ein bisschen in Phasen ein. Solange es noch diese Punkt-Releases gibt, also 4.7, 4.8, 4.9 oder 5.2, 5.3, 5.4, kommen innerhalb dieses Updates auch neue Funktionalitäten hinzu. Das heißt, der Kernel wird abgedatet, also es kommen neue Treiber in den Kernel hinein, das heißt, dass neuere Hardware benutzt werden kann. Was jetzt in der 5er-Version, in der 4er-Version passiert ist, dass ein paar Pakete, die nicht mehr, wo Security-Fixes oder andere Fixes nicht mehr rückportiert werden konnten, abgedatet worden sind. Das heißt, wir haben jetzt auch in der Version 4 plötzlich ein Firefox 3, weil es keiner mehr schafft, irgendwelche Löcher in 1.5 zu fixen. Gleiche galt für Red Hat 5, ist auch im 1.5er Firefox gestartet. Auch da sind wir von Firefox 3. Und wir haben aus den gleichen Gründen gibt es ein OpenOffice-Update und Samba ist auch abgedatet worden auf die aktuelle Version. Normalerweise passiert sowas nicht. Normalerweise kann man davon ausgehen, dass wenn zum Beispiel über Red Hat 5, bei CentOS 5, der Apache in der Version 2.2.3 kommt, dass auch am Ende 2014, also wenn CentOS nicht mehr unterstützt wird, dass immer noch ein Apache 2.2.3 auf dem System ist. Das heißt, wenn man dagegen entwickelt, kann man sich sicher sein, es ändert sich nicht. Das heißt, es werden keine Brüche in dem Programming Interface da sein, es werden auch keine Brüche im Binary Interface da sein. Bei Samba hat es nicht ganz geklappt, Samba ist in den letzten 2 Updates jedes Mal halbwegs kaputt gegangen. Wir haben jetzt die letzte 3.0er-Version, es ist die letzte 3.0er-Version jetzt da und darauf wird es weiterhin basiert. Das ist eine gute Frage, weil in 3.9 haben wir es noch schlimmer. Wir haben ja in 4.7 immerhin ein PHP 4.4. In 3.9 haben wir noch ein PHP 4.3, was ja schon länger nicht mehr supportet wird. Wir hängen dann natürlich, was ich gleich noch zeigen werde, tatsächlich von unserem Upstream ab. Das heißt also, ich glaube... Achso, Entschuldigung. Frage war, für die Aufzeichnung, Frage war, was ist mit PHP 4? PHP 4 wird nicht mehr unterstützt vom PHP selber. In CentOS 4 und in CentOS 3 und in CentOS 2.1 wahrscheinlich auch noch, ist ein PHP 4.4 bis 4.3 drin, also beim 4.2 in der 2.1er. Das hängt tatsächlich vom Upstream ab. Da müssen wir auch abwarten, was Red Hat damit macht. Also vielleicht passiert das Gleiche, was jetzt mit Samba passiert ist, dass halt wirklich die letzte unterstützte 4.4.9 gegangen wird und dass man darauf dann alles jetzt basiert. Das müssen wir selber abwarten. Also da folgen auch Wir bringen nichts hinzu. Sprich, wenn Upstream sagt, wenn Red Hat sagt, wir bleiben bei 4.4,
dann bleiben wir auch da. Es kann sein, für CentOS 4 haben wir das, dass es ein extra Repository gibt, in dem, dem PHP 5 drin ist. Und dann ist man aber nicht mehr kompatibel zu Red Hat. Das heißt, das sollte man immer so ein bisschen mit Vorsicht genießen. Es gibt Möglichkeiten, drumherum zu arbeiten. Aber wenn man halt wirklich die Binärkompatibilität haben will, die wir eigentlich anstreben, dann ist das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Genau, die Frage war, was mit Firefox passiert ist. Genau da ist das Problem gewesen. Man konnte keine Security Fixes mehr zurückportieren, weil Firefox 1.5 einfach überhaupt nicht mehr unterstützt wird. Und deswegen ist da auf den Firefox freigegangen worden. Ich denke mal, es war nicht der einzige Grund. Firefox 1.5 ist auch, naja, also der Dreier ist schon geeigneter, um heutige Webseiten zu nutzen. Ja, wie ist es möglich? Ich wollte immer mal Newton irgendwo in den Slide einbringen. Da haben wir ihn ganz oben. Die große Arbeit, die wirkliche Arbeit, macht für uns natürlich Red Hat. Die entwickeln, die paketieren das Ganze, die machen die ganzen Security Fixes und veröffentlichen das dann als Sourcen. Wir nehmen die Sourcen, entfernen, wie gesagt, Trademarks, bauen aus den Sourcen neu. Und wir machen allerdings auch jedes Paket, was wir herausbringen, wird bei uns intern nochmal durch Qualitätssicherung durchgegangen. Also funktioniert, geht irgendwas kaputt, wenn es halt etwas größere Releases sind. Bei normalen kleinen Security Cases machen wir das nicht, aber wenn es halt gerade bei Samba war es halt der Fall, dann gucken wir schon selber schon mal, bricht das bei Leuten, die selber einsetzen. Alleine könnten wir das mit dem Team, was wir gerade sind, nicht stemmen. Das Kernteam hat so um die 10 bis 12 Leute. Da ist das schon schwierig genug oder genügend Arbeit. Und da wir gesagt haben, wir fügen nichts hinzu, sondern nehmen tatsächlich nur das, was auch im Upstream drin ist, ist es relativ einfach. Es gibt einen anderen Red Hat-Nachbau, Scientific Linux. Die machen es ein bisschen anders. Also da gibt es schon, da passiert schon, dass einfach in die Hauptdistribution noch Pakete hinzukommen. Zum Beispiel das Andrew-File-System benutzt man Scientific Linux, was bei Red Hat überhaupt nicht vorgesehen ist. Also da, und da. Da kommen auch schon mal neuere Versionen rein. Und die sind da nicht ganz so strikt wie wir. Hat Vorteile, hat Nachteile. Also es kommen sehr oft Fragen, wann gibt es bei euch endlich PHP 5.2? Solange es oben nicht drin ist, bei uns auch nicht. Upstream sieht so aus, das sind drei Layer. In der Mitte haben wir, nennen Sie es auch mal RAL, das ist die Distribution von denen. Das ist aber eigentlich Red Hat, also die Firma dahinter. Um diesen Kern drumherum haben wir Fedora. Fedora wird von Red Hat gesponsert. Viele Sachen, die in Fedora passieren, sind quasi, dass Fedora ein Testbett dafür, für das, was hinterher in die nächste Version von Red Hat Enterprise reinkommt. Das heißt, also Sachen gehen von Red Hat nach Fedora raus. Das Sponsoring, die Infrastruktur. Fedora gibt Pakete zurück und gibt Ideen zurück für die nächste Enterprise-Version. Um Fedora drumherum, also recht abgeschirmt, der innere Teil bei Red Hat ist die Community, die halt in Fedora neue Pakete einbringt, die für Fedora neue Ideen einbringt, die eventuell irgendwo mal durchschlagen, aber immer durch das Layer Fedora. Da ist also, gibt es keinen direkten Zugriff von der Community auf das interne Produkt. Bei uns sieht es ein bisschen anders aus. Das Layer dazwischen fehlt. Der Pfeil unten ist so ein bisschen, also auch hier ist CentOS, hier ist CentOS nicht nur die Distribution, sondern auch das ganze Projekt drumherum, weil Pakete aus der Community kommen nicht ins Kernprodukt rein. Also es gibt Repositories, CentOS Extras, CentOS Plus oder auch drumherum bekannte Repositories wie RPM-Port von Doug Beers oder hat RPM von Axel Tim, die natürlich auch alle, mit denen wir alle zusammenarbeiten, damit es funktioniert. Aber direkt Pakete ins Kernprodukt halt nicht, da wir das vom Upstream hernehmen. Deswegen ist 2,5 Layer, weil wir auf die anderen angewiesen sind und weil wir vor allem auf diesen Austausch angewiesen sind. Weil würde Red Hat die Sourcen nicht veröffentlichen, hätten wir ein Problem mit das. Und auch wir haben Vorteil davon, dass es Fedora gibt und die Fedora-Community gibt. Aber es gibt halt keine direkte Community um Red Hat Enterprise Linux rum. Das kann man ganz gut sehen, wenn man sich die Mailinglisten mal anguckt. In CentOS Mailinglisten sind mehrere tausend Mitglieder und wir haben momentan der Hauptmailingliste um die 2000 Mails im Monat. Wenn man sich die Red Hat Enterprise Mailingliste anguckt, im gleichen Produkt, ist das sehr, sehr viel weniger. Das sind 100 Mails im Monat, 200 Mails im Monat und viel, viel weniger Leute. Also wie viel da jetzt wirklich subskribiert sind, kann ich nicht sagen, aber Leute, die aktiv teilnehmen, sind um einiges weniger. Genau, wie gerade schon gesagt, was wir momentan für Community anbieten, ich gehe auf die einzelnen Teile hinterher noch mal ein bisschen ein. Dann halt das, was eigentlich jedes Projekt anbietet, einmal die Mailinglisten. Wir haben recht gut besuchte Webforen, da habe ich keine genauen Zahlen. Wie viele Leute da eingetragen sind, es sind aber wahrscheinlich auch mehrere tausend. Also der Traffic auf den Webforen ist stellenweise höher als in den Mailinglisten.
Dirk, CentOS ist ein Channel auf freenode.org mit mittlerweile ca. 350 Leuten, die ständig da sind. Das ist eigentlich ziemlich groß für ein Channel. Wir haben projects.centos.org, da komme ich auch gleich nochmal genauer zu, aber wir ermöglichen Leuten halt Projekte um CentOS herumzubauen. Oder wenn sie Sachen für CentOS machen wollen. Wir haben Special Interest Groups. Jetzt kam die Anfrage, es gibt Leute, die würden ganz gerne den Education-Bereich ein bisschen näher reinbringen. Das heißt, also da werden wir wahrscheinlich eine Special Interest Group Edu machen, wo wahrscheinlich dann, wo dann sehr wahrscheinlich ein eigenes Repository draus enden wird, in dem Zusatzsoftware drin ist, um halt CentOS für Schulen interessanter zu machen. Für Universitäten wahrscheinlich nicht, das deckt sein Entwicklungspunkt zum größten Teil ab, aber im Schulbereich sind die beide nicht so wahnsinnig verbreitet. Schauen wir uns das näher an. Eine der sichtbarsten Community-getriebenen Sachen bei uns ist das Wiki. Wir haben ein sehr geschlossenes Wiki, da komme ich gleich auch noch zu. Man findet bei uns eine ziemlich gute, auch qualitativ recht hochwertige Sammlung von Tipps, Tricks und How-Tos. Das meiste von diesen How-Tos kommt von Leuten, die CentOS nutzen, also nicht, wirklich nicht näher im CentOS-Team selber drin sind. Das Ganze passiert zusätzlich zur offiziellen Dokumentation, das heißt, Red Hat veröffentlicht seine Dokumentation auch frei. Also die kann natürlich auch genutzt werden für CentOS, da wir die gleichen Software-Versionen einsetzen. Es ist momentan geschlossen, was für Community nicht ganz so gut ist. Jeder, der schreiben will, darf natürlich schreiben, aber momentan verlangen wir von den Leuten, dass sie sich kurz vorstellen auf einer Mailingliste, dass sie sagen, wozu sie was schreiben wollen und vielleicht schon mal irgendwie ein bisschen vorlegen, was sie da schreiben wollen, um halt A, die hohe Qualität beizubehalten, die wir momentan haben. Der wirkliche Grund dafür steht aber ganz unten. Also ich weiß nicht, auf wie vielen Wikis, auf denen ich eingetragen bin, ich die Hauptseite schon wieder zurückändern musste, weil irgendwelche Leute das dann noch verschickt haben. Wir wollen das Wiki jetzt öffnen. Das heißt, dass Leute sich einfach nur anmelden müssen, zustimmen müssen, dass alle ihre Sachen, die sie schreiben, unter der Creative Commons Lizenz stehen. Aber auch da muss immer noch jemand per Hand hinterher sein und sagen, okay, ich trage diesen Menschen in eine bestimmte Liste ein, damit er einen Wiki editieren darf. Weil wir wollen halt wirklich versuchen, das Wiki standfrei zu halten. Das geht, wie ich festgestellt habe, mit offenen, ganz offenen Wikis, wo man sich nur anmelden muss, sehr, sehr schwer bis gar nicht. Auch das ganze Aussehen von wikicentos.org, wenn man www.centos.org und wikicentos.org mal vergleicht miteinander, wikicentos.org sieht einfach sauberer aus, es hat ein schöneres Layout, auch das ist von Leuten in der Community passiert, die gesagt haben, euer Layout sieht echt scheiße aus, wie wäre es denn damit? Special Interest Groups sind für Leute, die mehr aus CentOS herausholen wollen. Wir haben eine Virtualisierungsgruppe, das heißt, die Leute beschäftigen sich damit, wie CentOS als sowohl Host-System als auch Gast-System unter Xen funktioniert, unter VMware funktioniert. Es gibt Bestrebungen, KVM, was ja im Haupt-Linux-Kernel schon drin ist, im CentOS-Kernel allerdings noch nicht, dass auch KVM-Pakete für CentOS bereitgestellt werden, dass die Leute beschreiben, wie das funktioniert, eine eigene Mailingliste dafür. Dass nicht nur das eigentlich unterstützte Xen genutzt werden kann. Wir haben eine Special Interest Group Promotion, deswegen sind wir eigentlich hier. Das sind Leute, die hier am Stand stehen oder hier Vorträge halten, sind in dieser Promotion-Sicht drin. Das heißt, es sind auch nicht unbedingt Leute, die bei CentOS im Kernteam drin sind, sondern einfach sagen, ja, ich wohne hier in der Nähe und ich habe Interesse, CentOS damit beizuhelfen. Ich stelle mich hier gerne an den Stand für euch. Wie gerade schon erwähnt, das Wiki, wir haben halt eine Special Interest Group Artwork, die sowohl das Aussehen der Distribution, also Bildschirmhintergründe, bestimmen und auch das Wiki halt gemacht haben. Es gibt Leute, die sich momentan darum kümmern, dass unsere Webseite endlich mal ein bisschen besser aussieht. Und eigentlich kann jeder, der Interesse daran hat, so eine SIG eröffnen. Bedingungen sind momentan, es muss jemand gefunden werden aus dem CentOS Kernteam, das sind 12 Leute, der die Kommunikation zwischen CentOS und der Special Interest Group macht. Dafür bekommt dieses Special Interest Group dann eine Mailingliste, eine eigene. Wir setzen uns Track ein als Wiki und als Bug-Tracker. Das heißt, da kann auch was eröffnet werden. Wir geben den Leuten, wenn sie Sachen zum Herunterladen anbieten wollen, unsere komplette Infrastruktur mit, wenn das runtergeladen werden kann. Und wer sich dafür interessiert, die Talks werden wahrscheinlich hinter mir von Postkonsulten erscheinen, die Slides. Auch da gibt es bei uns im Wiki eine Seite zu. Wir haben projects.centos.org.
Das ist ein bisschen was Größeres. Also das sind so, wie gesagt, das sind Sachen, die Leute für CentOS machen wollen oder Leute, die auf CentOS aufbauen wollen. Es kann sein, dass diese Edu-Idee, die momentan jetzt erstmal nur als Special Interest Group wahrscheinlich funktionieren wird oder anfangen wird, es kann sein, dass es mal ein Projekt wird. Wir haben eine CentOS Live-CD, unser absoluter Final Live-CD. Wir haben eine Live-CD. Auch das ist aus dem Projekt entstanden. Wir haben das Driver Disk Project. Das ist das Schöne an Enterprise-Distributionen. Es gibt extrem viele Firmen. Also schön ist es nicht. Am schönsten wäre es, wenn diese Treiber irgendwann im Kernel landen würden direkt, dass man es direkt einbinden könnte. Aber es gibt ja extrem viele Firmen, die sagen, gut, weil diese Kernel-Linien aber stabil sind innerhalb dieser Enterprise-Distributionen, veröffentlichen wir unsere eigenen Treiber. Und damit wir Installationen schon nutzbar sind, gibt es sogenannte Driver-Disks. Die kann man sich von vielen, vielen Herstellern runterladen. Dasha ist ein Versuch, diese ganzen Driver-Disks zu sammeln, sodass man irgendwann mal ein herunterladbares CD mit hat, wo die meisten frei verfügbaren, also die weitergegeben werden dürfen, die Open-Source-Treiber-Disketten, Treiber-Images von den ganzen Herstellern schon da sind. XFS, wir haben einige Leute, die XFS einsetzen, weil sie große Datenmengen haben. XFS ist ein nicht unterstütztes System von Red Hat, also Red Hat selber unterstützt in Red Hat Enterprise Linux nur X3, demnächst eventuell X4. Wir hatten bis vor kurzem jemanden bei SGI, der an XFS bei SGI gearbeitet hat, der netterweise für uns versucht hat, den Code in den Kernel reinzubringen, der mittlerweile aber arbeitet in X4. Und das heißt, also da besteht gerade auch ein Projekt, um halt weiterhin XFS-Support für CentOS bereitzustellen. Und auch hier gilt, jeder, der eine gute Idee hat, kann eigentlich ein Projekt eröffnen. Er muss natürlich sagen, erläutern, warum er es machen will, was er genau machen will, welche Infrastruktur er braucht. Und da gibt es Ressourcen halt Trakt. Es gibt Subversion als Versionskontrolle, Mercurial als Versionskontrolle. Wir bieten Downloads an, wir bieten eigene Wiki-Seiten an. Also Infrastruktur haben wir netterweise genug. Auch Community Effort ist das, was ich vorhin erwähnt habe, die Qualitätssicherung. Die ist momentan eigentlich invite-only. Das wird sie auch bleiben, erstmal eine Zeit lang, weil da Leute drin sind, von denen wir wissen, welches Know-how sie haben, von denen wir wissen, dass sie solche Sachen auch wirklich testen können, auf Herz und Nieren. Dass auch sie auf Verlass ist. Wir haben angefangen mit dem eigenen QS-Team, mit dem Release von CentOS 5.0, haben eine etwas breiter gestreute Einladung an die Mailinglisten geschickt, haben nachgefragt, okay, wer dabei sein möchte, kann gerne dabei sein. Wir müssen natürlich wissen, wo arbeitest du, also nicht wo, aber als was arbeitest du, wie groß ist dein Setup, worauf kannst du testen, auf welcher Hardware, kannst du im laufenden Betrieb testen, kannst du eventuell testweise Testserver migrieren und haben dann da festgestellt, dass sehr, sehr viele Leute halt nur eingetragen haben, um vor der Veröffentlichung an CentOS 5 ranzukommen. Das ist nicht das, was wir brauchen konnten, deswegen sind wir da leider ein bisschen strikter geworden. Aber es passiert immer wieder mal, dass neue Leute mit aufgenommen werden. Also wer sich in der Community irgendwie bemerkbar macht, auf Mailinglisten oder in IRC, kann auch in solche Sachen reinkommen. Ja, die Frage war, was unsere Qualitätssicherung macht, also ob es eine Nachkontrolle ist zur Red Hat Qualitätskontrolle. Teils. Also natürlich geht es da erstmal um größtenteils Pakete, die wir ändern müssen. Ob wir einfach Sachen rausgelassen haben aus Versehen oder ob wir zu viel weggenommen haben, zu wenig geändert haben. Ist es aber auch für uns wichtig zu gucken, was passiert mit neuen Versionsnummern, die rauskommen. Zum Beispiel Red Hat 4.7 nutzt zum Updaten ein Tool, das heißt UpToDate. Wir nutzen, seitdem es CentOS gibt, Yum als Paketmanager und als Update-Tool. Und gerade da müssen wir halt auch gucken, was mit UpToDate klappt, muss mit Yum nicht funktionieren. Das heißt, wenn ich jetzt von 4.6 auf 4.7 migrieren will, funktioniert das. Oder wir hatten jetzt in der 5er-Version das Problem, deswegen mussten wir die 5er-Version nach hinten schieben, fast eine Woche, dass falsche Pakete installiert worden sind. Das ist im Upstream nicht passiert, das ist uns passiert aus Versehen, als wir die CDs zusammengestellt haben. Das heißt, solche Sachen nicht einfach an die Öffentlichkeit kommen, sonst hätte man hinterher ein kaputtes System da gehabt. Es passiert aber auch stellenweise, dass wir das Problem haben, dass wir einige Sachen nicht nachbauen konnten, die Red Hat gebaut hat. Als 5.0 rausgekommen ist, haben die sehr viele Fedora Core Packages einfach rübergeschoben in ihren Baum, die haben die nie neu kompiliert auf Red Hat 5. Und das sind Sachen gewesen, wo wir Probleme mit hatten, weil wir mussten sie neu kompilieren. Und sie kompilierten stellenweise in CentOS 5. Das heißt, da geben wir auch an Red Hat zurück, Leute,
das funktioniert so nicht, da müsst ihr auch mal drüber gucken. Ihr habt es euch bequem gemacht, was da nichts gegen zu sagen ist, aber das kompiliert momentan so nicht. Das heißt, ihr werdet spätestens bei 5.1 ein Problem haben. Also ja, es geht auch in die Richtung. Das ist auch das, wo ich vorhin diese beiden Kreise hatte, die waren nicht ganz unabsichtlich zu beiden Seiten offen. Bei uns fallen, dadurch, dass es sehr viele nutzen, die in der Community auch wirklich tätig sind, fallen Sachen auf, die Red Hat teilweise nicht aufgefallen sind. Das heißt, Red Hat freut sich mittlerweile auch, dass sie von uns gefilterte Bug-Reports bekommen. Also sprich, wenn bei uns ein Bug eröffnet wird, ein Bug-Report eingeworfen wird, oder wenn dort auf Mailinglisten sagen, irgendwas funktioniert ja nicht, gucken wir auch schon mal genauer nach, auch im QA-Team, was da wirklich passiert ist, und melden es dann an Red Hat hoch. Und das sind auch mittlerweile Bugs, die wirklich bearbeitet werden, die nicht einfach liegen bleiben, sondern weil die wissen, okay, wir haben da vorher schon mal gefiltert, wir wissen, dass es wirklich ein Bug ist und woran es liegt. Ich habe vorhin die ganze Zeit die Infrastruktur erwähnt. Wir haben momentan über 200 Mirrors in 50 Ländern. Das ist leider ein bisschen wenig, was die Länder betrifft. Also sehr, sehr viele Regionen, gerade in Asien, Afrika. Da gibt es vielleicht ein, zwei größere Mirrors und das war's dann. Europa und Amerika sind wie immer irgendwie überproportional vertreten. Da könnten es auch durchaus ein paar weniger sein. Aber sie sind da, das ist gut, das sind alles Spenden. Das heißt, das sind Spenden von irgendwelchen Internetprovidern, die CentOS einsetzen, Universitäten, das klassische halt. Und wir bieten auch anderen Projekten die Möglichkeit, diese Infrastruktur einfach mitzunutzen, weil wir haben sie. Wir nutzen sie bei weitem nicht aus. Also unser Mirror-Netzwerk kann durchaus mehr Last vertragen, als es gerade hat. Ein nettes Beispiel dazu ist Trixbox. Trixbox ist bekannt. Das ist das ehemalige Asterisk at Home, also diese Linux-Telefoniesoftware. Und Trixbox ist eine Appliance, das heißt, es gibt eine CD, die wirft man in den Rechner ein und danach hat man eine fertige Telefonanlage. Trixbox setzt auf CentOS auf. Sie haben eigene Repositories, halt für Asterisk, für andere Software, die sie benötigen, um Fax zu ermöglichen. Die ISRN-Treiber in CentOS sind nicht so wahnsinnig prickelnd, da gibt es auch neue Treiber dafür. Den Hauptteil der Distribution allerdings nutzen sie wirklich von uns und setzen auch unsere Infrastruktur auf. Das heißt, wenn man sich diese Appliance runterlädt und ein Update macht übers Netz, werden halt nur die Sachen, die Trixbox selber entwickelt hat, dazu gesteckt hat, von den Trixbox-Spiegeln geholt und der Rest läuft über unsere Infrastruktur. Und das sind Sachen, die wir gerne auch mit anderen Projekten machen würden. Also wer Appliances entwickelt, wer eine eigene Appliance bauen möchte, die auf CentOS basiert, die Möglichkeit, wirklich nur das eigene und die eigenen Sachen selber hosten zu müssen und den Rest über CentOS zu machen, ist da. Es ist auch die Möglichkeit da, dass man gesagt hat, okay, wir können es auch komplett bei CentOS hosten. Also wenn ein Projekt wirklich sonst nicht anders funktioniert, machen wir sowas auch gerne. Weil wir haben die ganzen Spiegel, wir kriegen immer mehr viele Angebote momentan. Die Infrastruktur ist da. Auch was Server betrifft, jetzt nicht nur Mirrors sind, wir kriegen auch von vielen Firmen, die CentOS einsetzen, stellen uns in ihrem Netzwerk eine Maschine zur Verfügung, auf der wir Pakete bauen können, auf der unsere ganzen Sachen wie Webserver, Mailserver, was auch immer, läuft alles auf irgendwelchen gesponserten Maschinen von Firmen, die CentOS einsetzen. Wir haben auch ein Gegenbeispiel dafür. Was ist das Gegenbeispiel? Wir haben auch geschlossene Nutzer, die sowas machen, die haben ihre eigene Infrastruktur nutzen. Citrix, alles was Citrix momentan unter dem Namen Xen verkauft, setzt auf CentOS auf. Da wird aber auch die komplette, also da wird alles, was updated wird, über Citrix abgefeiert. Das hat mit uns dann nicht mehr viel zu tun. Weil wenn man Citrix sich anguckt, ist momentan es setzt auf CentOS auf. Aber da kommt leider nicht viel zurück. Also das ist dieses Zusammenarbeiten. Im kommerziellen Film ist ein bisschen schwieriger. Was wir nicht unterstützen im Normalfall, wenn jemand sagt, okay, ich finde es total toll, euer System, ich möchte es gerne neu bauen. Das, was wir mit Red Hat machen, würden andere Leute gerne mit CentOS machen, weil sie wissen halt, also man kann an den Paketnamen bei uns erkennen, welche Pakete geändert werden müssen, weil da Logos drin sind. Und jedes Paket, wo irgendwo ein Punkt CentOS im Paketnamen auftaucht, ist geändert worden von uns. Oracle hat das gemacht. Also Oracle hat ja auch ein Red Hat Enterprise im Nachbau im Angebot, die haben bei uns nachgebaut und nicht von Red Hat. Und das sind Sachen, die wir nicht gerne unterstützen. Wenn die Leute sagen, wir machen das, weil wir halt so und so ein Projekt haben, dann sagen wir, dann lass uns doch besser zusammenarbeiten. Lass uns lieber zusammenarbeiten, ihr nutzt unsere Infrastruktur, setzt eure Sachen oben drauf. Weil wir finden, dass der Markt, wenn man es Markt nennen will, zur Genüge fragmentiert ist. Als CentOS angefangen hat, gab es
5 verschiedene Red Hat Enterprise Nachbauten, einmal Trao Linux, Scientific Linux, was es immer noch gibt, CentOS, gibt Whitebox Linux und eins, was ich schon mal vergessen habe. Übrig geblieben sind momentan tatsächlich noch Scientific Linux, weil die halt eine ganz, ganz andere Benutzerstruktur haben und CentOS. Alle anderen, also es scheint nicht herzugeben, dass es sich lohnt, das mehrfach zu machen, da einfach mehrfach Arbeit dran zu stecken. Trao Linux hat, der Mensch hat Trao Linux und hat sich gesagt, okay, also mir ist es lieber, dass das jetzt alles in CentOS reinläuft. Ich sag meinen Usern, wir benutzen es weiter in CentOS und der arbeitet jetzt halt bei CentOS mit, weil es halt für alle einfacher ist, das Wissen zusammenzuwerfen. Und warum soll man Community splitten? Es hat sich um Trao Linux eine Community rumgebildet, es hat sich um Whitebox Linux eine Community gebildet, die halt mit Mailinglisten und Jack-Channel funktioniert dann. Warum nicht das ganze Wissen, soweit es geht, zusammenpacken? Unterstützt man das Projekt innerhalb von CentOS ist natürlich immer möglich, das ich gerade schon gesagt habe. Aber so Rebuild, wer sowas machen will, sollte wissen, was er tut, und dann kann man natürlich wahnsinnig viel dagegen machen. Zusammenfassend, was bieten wir? Also unsere Infrastruktur. Und wir bieten tatsächlich für alle Leute, die was machen wollen, mit CentOS unsere Community. Weil man kann davon ausgehen, dass wenn jemand eine gute Idee hat, dass irgendjemand anders diese Idee auch schon hatte. Wenn man jetzt aber derjenige ist, der sagt, okay, ich weiß aber, wie wir vorantreiben können und das dann auf den Mailinglisten oder im IRC-Channel oder wo auch immer erzählt, werden sich bestimmt Leute finden, die sagen, genau. Jetzt wo einer da ist, der das machen will, da kann ich natürlich gerne mithelfen, weil ich habe da auch schon mal Vorarbeiten dazu geleistet. Und diese paar tausend Leute, die wir haben, sollte man echt nicht unterschätzen. Also das sind auch Leute von recht großen Rechenzentren mit dabei. Das war jetzt nicht das, was ich wollte. Ja genau, das ist das, wie sich jeder einbringen kann, der CentOS nutzt. Einfach in den Mailing nutzen oder in IRC oder in Foren helfen, bemerkbar machen, Dokumentation zu schreiben und so weiter. Und das und so weiter würde ich jetzt ganz gerne klären, weil ich habe jetzt gerade die ganze Zeit vorgestellt, also, was wir uns unter Community vorstellen, wo wir denken, wie wir der Community helfen können. Wir wissen aber nicht wirklich, ob das auch alles ist, was die Community sich so wünscht. Das heißt, also wir wissen nicht, ob wir überall richtig liegen mit den Ideen, die wir haben. Wir machen bestimmt viele Sachen falsch. Und deswegen, ja, jetzt habt ihr erstmal mit Antworten dran oder mit Nachfragen dran. Was fehlt? Was ist nicht da? Was ist zur Genüge da? Wo sind wir gut? Wo sind wir schlecht? Naja. Ich fand unseres eigentlich jetzt immer recht gut. Ich kenne es Gentoo Wiki, nur ich habe mal ein halbes Jahr mit Gentoo rumgespielt und ich habe nicht viel in das Wiki reingefunden, deswegen kenne ich es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich vergleiche zu anderen Wikis, von anderen Institutionen, steht da schon ziemlich viel drin. Aber gut, das ist wahrscheinlich eine Kritik, die wir uns in die Fahnen schreiben müssen. Das halt einfach, also das ist halt wie How-To-Artikel, also wie mache ich bestimmte Sachen mit CentOS, dass die bei uns im Wiki fehlen. Thank you.
Ja. Also das ist auch mit einer der Gründe, warum wir tatsächlich dieses momentan recht strikte Policy, wann man ins Wiki schreiben darf und wann man reinschreiben darf, wirklich aufweichen wollen. Weil ich denke auch, dass es viel mehr Leute geben würde, die da reinschreiben, wenn sie ja halt nicht durch diese ganzen Reifen durchspringen müssen. Wenn man sagen, okay, was ihr wirklich machen müsst, ihr müsst euch bereit erklären, dass es unter deren Lizenz steht. Und ab sofort macht was. Ändert vor allem auch Artikel, die schon da sind, wenn ihr merkt, da steht Müll drin. Das bedeutet für uns, was wir dafür brauchen allerdings, ist ein Team an Leuten, die sich halt regelmäßig neue Wiki-Artikel angucken. Also quasi ein redaktionelles Team, was dann sagt, okay, da muss vielleicht was geändert werden, sprich mit den Leuten mal, oder die Änderung, die da gerade gemacht worden ist. War jetzt nicht so toll, weil wenn da einfach steht, okay, dann lad dir halt das HGZ irgendwo runter, pack's aus, installierst nach User Local, das sind so Sachen, die wir natürlich ungern bei uns im Wiki sehen möchten, weil wir schon sagen, ihr habt ein Paketsystem, nutzt es bitte. Aber ich denke, also die Menge an Artikeln lässt sich wahrscheinlich darüber debattieren, dass es definitiv zu wenig ist. Ich hoffe, dass dadurch, dass wir es wirklich öffnen wollen, das Wiki, dass da mehr Leute zukommen. Ich habe heute auch schon das andere gehört, dass jemand sagte, okay, aber ihm gefällt die Qualität der Artikel im Wiki. Und er denkt, dass es halt daran liegt, dass es so zu ist. Ja, es geht schon darum, dass da drin steht, wie ich das als RPM-Ware zusammenbaue, den Kernel, dass ich ihn genauso installieren kann, wie ich den Distributionskernel. Benimmt sich ein bisschen anders. Ja. Ich trenne das mal auf. Die Frage war jetzt, eine der Fragen war jetzt irgendwie, warum wir in CentOS 4 nicht up-to-date einsetzen, sondern Yum einsetzen. Die Entscheidung ist damals gefallen, weil up-to-date sehr, sehr stark auf das Red Hat Network abzielt. Also auf die Funktionalitäten. Viele Funktionalitäten in up-to-date funktionieren wirklich nur, wenn man Red Hat Network Account hat. Du wirst auch in CentOS 4 einen up-to-date finden, was allerdings auch gegen die Yum-Repositories läuft. Man hätte damals auch abnehmen können, aber man wollte halt nicht up-to-date nehmen, weil einfach viele Möglichkeiten von up-to-date nicht da sind, wenn man das Red Hat Network nicht hat. Deswegen damals die Entscheidung für Yum, up-to-date ist aber drin geblieben damals. Mittlerweile ist es egal, weil unter Red Hat 5 gibt es auch ein Yum. Für den Punkt, arbeiten die Communities zusammen? Ich hoffe es. Also, die Leute, ich habe mit den Trixbox-Leuten mal gesprochen darüber. Die Trixbox-Leute haben deswegen CentOS ausgesucht, weil sie halt gesagt haben, wir haben kein Interesse, alle halbe, dreiviertel Jahre einer neuen Distribution hinterherzulaufen.
Das heißt, sie wollen auch was haben, was man einfach irgendwo installiert und was man dann für 7 Jahre lang vergessen kann, in die Ecke stellen kann. Natürlich sind bei solchen Projekten auch immer gerne auch immer Leute dabei, die in beiden Welten drin sind. Also das Verhältnis von CentOS mit den Leuten, die auf den Messen sind, die hier bei solchen Sachen sind, zu den Fedora-Leuten ist mehr als herzlich. Also wir stehen diesmal nicht nebeneinander, wir stehen so hintereinander. Wir haben aber auch schon auf Messen zusammen irgendwelche Developer-Rooms gehabt, irgendwie zusammen auch Vorträge gehalten, wir haben schon Stände zusammen gehabt. Das ist kein Problem. Auch Red Hat selber akzeptiert uns mittlerweile. Wenn man sich jetzt Spacewalk anguckt, das ist ja der Satellite-Server, dieses Red Hat Network, was es früher nicht gab für frei, was es jetzt mittlerweile als freie Software gibt. Auch da ist in den FAQs überall CentOS erwähnt. Die Zusammenarbeit ist da. Die Community unterhalten sich auch. Es geht bei Projekten, die bei CentOS laufen, tatsächlich zum größten Teil um Sachen, die auf die Enterprise-Institutionen abzielen. Für Fedora gibt es keine Driver-Disk zum Beispiel. Wenn der Kernel bei Fedora sich so schnell ändert, damit keine Firma sagt, okay, hier ist ein Driver-Disk da für die Treiber, die ihr für unsere Karten braucht. Bei CentOS ist sie da. Das heißt, dieses Dasha-Projekt ist wirklich dazu da, solche Sachen zu sammeln. Unser Trixbox genau das gleiche. Citrix wird wahrscheinlich aus. Ja, weil sie RHL keine Lizenzen zahlen wollen, aber auch Citrix wird aus irgendwelchen Gründen schon auf CentOS aufsetzen und nicht auf Fedora aufsetzen. Einfach aus diesen Stabilitätsgründen. Das heißt, die Projekte, die momentan da sind, sind tatsächlich Projekte, die auf die Langlebigkeit abzielen. Aber auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel Projekte, Fedora hat dieses wunderbare, dieses Live-USB-Projekt, wo ich halt einfach sagen kann, okay, ich habe hier meine Fedora-Repositories, die und die Pakete möchte ich alle haben. Und machen wir daraus einen Live-USB-Stick. Da haben wir versucht, da hat Fedora versucht, mit uns zusammenzuarbeiten, damit wir es auch anbieten können. Das funktioniert leider momentan noch nicht. Dazu müssten wir die Grunddistribution ändern, was wir nicht wollen. Also den Installer zumindest komplett umstecken. Ich denke mal, mit CentOS 6 kommt das, dann kommt sowas halt auch von Fedora nach CentOS zurück. Also es geht in beide Seiten. Und viele Leute sind definitiv auch in beiden Bereichen, also viele Leute arbeiten auch mit beiden Institutionen. Viele der Fedora-Server laufen unter CentOS, weil wir wissen, der Server ist Fedora, wissen sie selber, dass Fedora nicht so geeignet ist. Also ich sehe da keine Doppelung der Arbeit. Sondern mehr, dass es wirklich Sachen sind, die auf die speziellen Einsatzbereiche abzielen. Hast du noch was gefragt? Oder war es das nicht? Also wir haben keine eigenen Kernel-Developer. Es gibt zwar Leute, die können sich den Code angucken, verstehen da auch ein paar Sachen von, aber wir haben keinen Entwickler wirklich da drin sitzen, der sowas hat. Was es allerdings gibt, was Leute für CentOS machen, ist zum Beispiel Treiber, die noch niemals im Kernel-Baum drin sind. Dass sie sagen, okay, wir versuchen da ein Modul für zu schreiben und das dann als in CentOS Plus oder in CentOS Extras Repository als normales Modul anbieten. Diese Atansil-Treiber, Netzwerk, das ist auch irgendein SACA-Chipsatz. Oder ist es ein Netzwerkkartenchipsatz? Weiß es nicht. Da haben wir zum Beispiel einen Fall, den gibt es überhaupt nicht im Kernel, den wir nutzen. Und da gibt es wieder Leute, die sagen, okay, wir haben die hier und wir bieten die CentOS an, damit wir halt in die Repositories reinkommen. Jetzt Sachen, die eigentlich tatsächlich eher HP lösen müsste, oder der Hersteller dieses, oder derjenige, der den Treiber programmiert hat, das ist ein bisschen schwierig. Also da sehen wir uns auch, muss ich ganz ehrlich sagen, überfordert an. Ja. Ja. Aber wir hatten letztens einen Bug, der ist noch von 3 Jahren gefixt worden. Naja, irgendwann geht's dann. Sonst noch wer? Nicht? Also machen wir das meiste doch richtig, das freut mich sehr. Also wem noch Fragen einfallen, wir stehen ja auch noch irgendwie den ganzen Tag lang da drüben am Stand, vielleicht am Eingang. Hinter Fedora stand quasi. Und unterhalten uns auch wirklich gerne mit euch. Gut, dann.